Türchen 19. Donnerstag, 19. Dezember. Because you are beautiful, I enjoyed looking at beautiful people and decided a while ago not to deny myself the simpler pleasure of existence. Ein Zitat von John Green. Das Schloss gefällt mir definitiv besser, wenn es so friedlich ist, sprach Hermine ihre Gedanken aus, während sie neben Draco durch die ausgestorbenen Gänge Hogwarts spazierte. An diesem Abend machte sie erneut einen Rundgang durch das Schloss, diesmal jedoch regulär gemeinsam und nicht als Vertretung. Hermine wurde das Gefühl nicht los, dass McGonagall sie vor der Weihnachtsfeier noch einmal testen wollte. Bei diesen Gedanken schüttelte sie leicht den Kopf. Was wollte sie denn nur testen? Hermine für ihren Teil machte Draco, wahrscheinlich sogar viel mehr, als sie lieb war. Denn dieser Moment zwischen ihnen gestern in der Bibliothek schwirrte nach wie vor in ihrem Kopf herum. Immer und immer wieder fragte sie sich, was passiert wäre, wenn Ginny nicht dazu gekommen wäre. Sie versuchte es, sich vorzustellen, doch immer dann brachen ihre Gedanken ab. Sie hatte kein Bild dafür, konnte es nicht einmal erahnen, wie es sich anfühlen würde, ihn zu küssen. Ja, ohne Schülergeschrei ist es definitiv angenehmer, nickte Draco, der den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen war. Irgendwie hatte er es geschafft, dass es nicht unangenehm zwischen ihnen gewesen war. Vor allem nach dem, was gestern passierte, oder besser gesagt, nicht passiert war. Hermine war ihm unglaublich dankbar dafür. Aus irgendeinem Grund schien er lockerer mit allem umgehen zu können als sie. Vielleicht war er in seinem Kopf aber auch schon viel weiter als sie. Vielleicht war sie einfach nur verbohrt gewesen, hatte gedacht, dass Malfoy sich nicht verändert hatte und war nun so überrascht von diesem neuen Draco, dass sie einfach nicht normal mit ihm umgehen konnte. »Ich kann die Ferien kaum erwarten«, kommentierte sie nebenbei und spielte damit auf die wenigen Schüler im Schloss an, auch wenn sie sich in ihrem Kopf etwas ganz anderes zusammenbraute. Draco seufzte und nickte, als sie wieder in der Eingangshalle ankam. Es war schon spät. Ihr Rundgang würde hier nun enden. Hermine spürte einen kleinen Stich in ihrer Brust. Irgendwie hatte sie sogar keine Lust, nun wieder zurück in ihr Büro zu gehen. Fragend sah sie zu Draco, der sich in der Eingangshalle umsah, die Hände tief in seiner Hosentasche vergraben. »Warst du schon einmal da oben?«, fragte er dann plötzlich in die Stille hinein und deutete zu den beiden Glockentürmen, die vor der Eingangshalle ausgingen. Hermine lächelte. »Ich glaube nicht.« »Wollen wir mal hoch?« Draco hatte sich nun wieder ihr zugewandt und grinste sie herausfordernd an. Hermines Lächeln wurde noch breiter. Auch Draco schien noch nicht wieder zurück in sein Büro zu wollen. »Klar«, antwortete sie deshalb direkt und ging an ihm vorbei, um sich auf den Weg zu machen. Draco lachte rau und folgte ihr. Die beiden jungen Magier erklommen die vielen Stufen, die zu den zwei hohen Türmen zwischen den großen Uhr über der Eingangshalle emporragte, hinaufführten. Kurz darauf kamen sie, ein wenig außer Atem, oben an, und Hermine ging sofort zielstrebig zu einem der großen, glaslosen Fenster und blickte hinaus auf die verschneiten Ländereien. Auch wenn es hier ziemlich kalt war, freute sich Hermine über die frische Luft. Draco stellte sich direkt neben sie, sodass sie ihre Oberarme leicht berührten. Ein angenehmes Gefühl breitete sich von dieser Stelle aus in Hermines Körper. Lächelnd schüttelte sie leicht den Kopf. Wer hätte gedacht, dass es zwischen ihr und Draco Malfoy einmal so wird? Dass sie sich verstehen würden und beinahe freundschaftlich behandelten? Dass sie gerne Zeit miteinander verbrachten und sogar flirteten? Dass Hermine ihn unglaublich anziehend fand und sogar seine Berührungen etwas in ihr auslösten? Merlin, das konnte sie selbst ja kaum glauben. »Es ist wirklich schön«, murmelte sie beim Blick hinaus auf die Landschaft. Dank des vielen Schnees schienen Wälder und Wiesen im Dunkeln zu leuchten. »Hm«, brummte Draco zustimmend. Unwillkürlich sah Hermine zu ihm herüber und erwiderte ihren Blick umgehend. Hermine hatte keine Ahnung, wie lange sie sich einfach nur ansahen. Sie genoss die Stille zwischen ihnen, denn es war alles andere als unangenehm, ihn einfach nur anzusehen, auch weil er einfach wunderschön anzusehen war. Sie spürte bereits, wie sich die altbekannte Spannung zwischen ihnen aufbaute, und ihr Blick fiel sofort wieder auf seine Lippen. Fragend kaute sie auf ihrer Unterlippe herum. Würde er? Oder sollte sie? Sie konnte ihr Verlangen, ihn zu küssen, beinahe körperlich spüren. Alles in ihr brannte darauf, endlich von ihm zu kosten, die Spannung endlich zu lösen. Bei diesem Gedanken spürte sie, wie ihr bereits die Röte ins Gesicht stieg
und sie biss sich deshalb noch einmal mehr auf die Unterlippe. Und plötzlich wusste sie nicht mehr, wie ihr geschah. Auf ihren fragenden Blick hin hatte Draco mit einem Mal zwei schnelle Schritte nach vorne gemacht und sie mit dem Rücken an die Wand geschoben. Dort standen sie nun, nur Zentimeter voneinander entfernt. Ihre Blicke hatten sie immer noch nicht voneinander gelöst. Die junge Hexe konnte nur seinen Atem auf ihrem Gesicht spüren, roch die letzten Spuren seines Parfüms. Gleichzeitig war sie froh, an der Wand zu lehnen, denn ihre Knie hatten sich mittlerweile in Wackelpudding verwandelt. Draco sah ihr tief in die Augen, als würde er irgendwas darin suchen. Dann, ganz langsam, kam er ihr näher. Doch Hermine konnte nicht mehr warten. Sie hatte Angst, dass wieder etwas dazwischen kommen würde. Voran kam sie ihnen entgegen. Und endlich trafen sich ihre Lippen, massierten sich federleicht. Hermine schloss flatternd die Augen und seufzte leise, als sie spürte, wie weich seine Lippen waren. Ihre Arme schlangen sich von selbst in seinen Hals. Mit einem Mal fühlte sie sich schwerelos, als sei all die Spannung zwischen ihnen verpufft. Jetzt gab es nur noch ihn. All ihre Sinne fokussierten sich auf den jungen Magier, der seinen Körper gegen sie presste, seine Hände in ihren Haaren vergrub, während er den Kuss intensivierte. Merlin, was machte er nur mit ihr?